Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Ferrari-Aktie an. Wir werden uns mal die passive Bilanz anschauen. Wie hoch ist die Verschuldung? Wie viel Eigenkapital hat die Firma aktuell? Wie hoch ist die Eigenkapitalquote? Liegt sie über 30%? Wenn das ja ist, wäre das optimal. Wir werden uns auch anschauen, wo der Buchwert pro Aktie liegt und wo meine faire Werte sind für die Firma Ferrari. Und im Chart werden wir detaillierter anschauen, wo ist der Trend? Wo sind die Unterstützungszonen und wo würde ich wieder sehen, dass der Trend wieder nach oben geht? Falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr gern kostenlos abonnieren. Darauf würde ich mich freuen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was für einen Mehrwert ihr von diesem Video habt. Und nun starten wir mit der Firmenanalyse und Chartanalyse der Firma Ferrari. Viel Spaß damit! Ferrari ist in den Niederlanden registriert. Sie ist im Sektor Consumer Dictionary tätig. Hier seht ihr den Google Finance Sticker. Hier die ISIN mit den niederländischen Kürzeln und die Anschrift der Firma ist in Italien, dort wo die Produktionsstätte ist. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1947, Mitarbeiter haben sie aktuell 4625. Hier sind wir in der Balance Sheet, also Bilanz, in der Liability-Seite, also Geldgeberseite. Bilanzschlussjahr ist immer der Dezember, hier sehen wir das Jahr 2017 bis Q2 2022. Hier sehen wir die Total Current Liabilities, also die kurzen Verbindlichkeiten. Die gingen um ungefähr 49% nach oben. Auch die langen Verbindlichkeiten über einem Jahr haben eine Steigerung von ca. 50% und auch die Gesamtverschuldung hat sich um 50% erhöht. Das heißt, die Firma hat sich in den 5/2 Jahren um 50% mehr verschuldet wie im Jahr 2017. Ein großer Pluspunkt ist das Eigenkapital der Aktionäre. Das hat sich um fast 200% erhöht in diesen 5/2 Jahren. Was auf alle Fälle sehr gut ist, denn umso mehr Eigenkapital die Firma hat, umso höher ist der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme und wir Aktionäre haben einen höheren Buchwert pro Aktie. Die Bilanzsumme wurde um 77% erhöht und die ausstehenden Aktien wurden um 3,4% reduziert. Das heißt, das Stimmrecht, wenn wir die Aktie im Jahr 2017 gekauft hätten, ist um 3,4% höher wie im Jahr 2017. Und das Eigenkapital wird, wenn die Stückzahl auch weniger wird, auch weniger, denn die Aktien werden dann vernichtet. Shareholders Equity Ratio, Credit Worthiness, also die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme und kann das Betriebsergebnis, die Langfristigkeiten auf Null setzen. Hier sehen wir die Bilanz vom Jahr 2017 bis Q2 2022. Und im Jahr 2017 hatten wir eine Eigenkapitalquote von 19% circa, dann ging es hoch auf 27,8%, dann wieder kurz runter und auf die 27,20%, dann wieder hoch auf 28,5%. Und im Jahr 2021 haben wir die 30%-Quote überschritten und nun liegen wir knapp an der 30er-Prozentquote im Q2 2022. Alles über 30 ist auf alle Fälle sehr gut. Mal schauen, wie Q4 schließt im Jahr 2022. Die Langfristigkeiten im Verhältnis zum Betriebsergebnis, da haben wir einen Faktor 2,3. Hier auch wieder 2,3. Alles unter 3 ist optimal. Wir sehen, dass wir hier kurz über 3 gingen im Jahr 2020, wo auch nichts mehr verkauft wurde, wo alles stillgestanden ist. Und nun liegen wir wieder im Jahr 2021 bei 2,39 und nun haben wir den besten Wert im Q2 2022 mit 2,32. Also man kann sagen, wir laufen hier seitwärts, was auf alle Fälle sehr gut ist. Hier sind wir im Monatschart, das sehen wir hier mit dem M. Hier sehen wir den Widerstand bei 2,38. Hier das tiefere Hoch. Also man kann sagen, wir sind hier schön an dieser gleitenden Durchschnittslinie nach oben gearbeitet haben wir uns hier. Hier war es auch mehr eine Unterstützungszone, hier auch wieder. Und nun sind wir in einer Seitwärtsrange drinnen, zwischen 170 und 204. Das heißt, wir laufen neutral. Das heißt, keine Kauf- und keine Verkaufsoptimierung, denn solange wir seitwärts laufen, kann der Kurs auch wieder nach oben ausbrechen. Geht der Kurs unter 170, können wir das Tief bei 155 oder 136 wieder antesten. Gehen wir über die 203 hinaus, könnten wir die 228 wieder antesten. Und dort müssten wir mit 2 Monatsschlusskurse drüber schließen. Optimal wäre ein grüner Körper, damit wir höhere Kurse sehen können.
Aber wichtig, wo liegt das Eigenkapital und wo liegen meine fairen Werte? Und solange wir über die 186 bleiben, sind wir Mittelwert dieser Seitwärts Range und wir könnten dann wieder hochlaufen auf 203, wieder runter. Bricht die 186, können wir die 171 antesten. Dort könnten wir einen Boden bilden, denn hier war sie auch mehrmals in der Unterstützungszone. Und dann könnten wir wieder hochlaufen auf die 186 und dann wieder runterpendeln. Aktuell neutral, kein Kauf von dieser Aktie. Hier sind wir im Wochenchart, hier mit dem Way. Im Wochenchart sehen wir genau hier die 238, die ja mehrmals getestet wurde. Einmal grün drüber, die nächste war wieder massiv rot drunter und dann auch alle Schlusskurs wieder drunter. Hier war die Korrektur, hier ging die Korrektur runter mit diesem Tiefkurs dann. Dann wollten wir wieder hochlaufen auf die 238, kamen nicht drüber. Dann wurde das Tief unterschritten mit dieser roten Kerze und dann kam der Abverkauf und wir testeten das Tief bei 171. Das Hoch wurde auch getestet bei 2,3 und nun haben wir den Widerstand bei 210 auch. Das würde in der kleineren Zeit detaillierter sichtbar sein. Nun ist die Frage, können wir die 121 wieder antesten, wenn wir diesen Höchstkurs herausnehmen. Solange wir aber in dieser Seitwärtsrange bleiben, laut Monatschartanalyse, können wir auch hin und her pendeln. Wir können hier runterlaufen, wieder hochlaufen, hier wieder hochlaufen. Und würden wir dann die 203 herausnehmen und den Höchstkurs und die 221 antesten, wäre ein Einstiegsszenario erst die Korrektur. Und wenn wir dann hier Umkehrsignale sehen, dann wäre das der Einstieg für neue Höchstkurse. Solange wir aber wieder auf die 204 runtergehen, ist das Ganze wieder neutral. Also aktuell müsste der Kurs über die 210 hinauskommen oder die 221 antesten und dann wieder runtergehen und wir dürfen dann die 203 testen als Unterstützungszone. Dann sollten wir über die 221 hinausgehen, dann wäre das eine Trendumkehrformation. Aber aktuell sind wir hier in der Seitwärtsrange gefangen und wir können hin und her pendeln. Also aktuell kein Kauf, denn Ferrari könnte auch noch weiter runterfallen auf 170 oder sogar auf 1,55 und im tiefsten Fall 1,37. Total Net Debt to Equity, also die Gesamtverschuldung minus den Bargeldbestand im Verhältnis zum Eigenkapital. Da haben wir den Faktor 2,49, hier war es wieder 2, ist optimal, hier auch wieder 2 optimal. Den besten Wert hatten wir sogar im Jahr 2021. Im Jahr 2020 waren es 1,74 und nun liegen wir bei 1,7. Wir liegen auf alle Fälle unter 3, was auf alle Fälle sehr gut ist. Das heißt, das Eigenkapital benötigen wir 70% mehr, dann kann die Gesamtverschuldung minus den Bargeldbestand, dann wäre das Verhältnis 1. Income Statement, Cashflow-Seite, also Umsatzseite, Bargeldbestand. Wir sehen Umsatz vom Jahr 2017 bis in der Trailing 12 Month, also letzten 4 Quartale zusammen addiert. Und wir sehen, dass der Umsatz in diesen 5, 2 Vierteljahren um 38% angestiegen ist, auch der Rohertrag um 33% und das Betriebsergebnis sogar um 50%. Der Nettoumsatz hat sich sogar um 70% erhöht, was auf alle Fälle mal nicht schlecht ist, denn dieser Betrag wird dann ins Eigenkapital übertragen. Bargeldbestandmäßig haben wir 86% mehr wie im Jahr 2017 und freier Cashflow 126%. Und Dividende wurde um 103% erhöht, was auf alle Fälle mal nicht schlecht ist, denn für uns Aktionäre heißt das, wir haben 100% mehr Einnahmen wie im Jahr 2017 aus der Ferrari-Aktie. Finanzdaten hier aus der Trading 12-Month-Bilanz und 5 Jahre History im Durchschnitt. Der Umsatz ist wieder 100%, Rohertragmäßig bleiben noch 49,7% über und betriebsergebnismäßig 24,7%. Im 5-Jahres-Vergleich ist der Umsatz auch wieder 100%. Da haben wir rohertragmäßig 51%. Da liegen wir nun auf alle Fälle niedriger. Betriebsergebnismäßig haben wir hier im Durchschnitt 23,51%. Da liegen wir nun besser mit 24%. Profit Margin haben wir out of Trading 12 Month 19,3%. Und im 5-Jahres-Vergleich haben wir 18,84%. Da liegen wir auch nun höher mit 19,3%. Wir sehen, dass die Trading 12-Month-Bilanz Profit Margin höher ist und betriebsergebnismäßig auch höher. Das heißt, wir haben mehr, was im Umsatz überbleibt für uns Aktionäre und für die Firma, auch selbst für andere Investitionen. Hier sehen wir das Return on Equity, da haben wir einen Faktor 37%, was auf alle Fälle sehr gut ist. Das ist das Verhältnis zwischen einem Nettoumsatz zum Eigenkapital.
Hier das Return on Capital Employment ist 20%, auch gut. Hier wieder Return on Asset, 12% ist positiv. Und Return on Invest ist mit 15 auch sehr gut. Das Preis-Sales-Verhältnis ist leider mit 8,32 sehr hoch, ist nicht gut. Preis-Buch-Verhältnis haben wir 16,11, ist auch sehr hoch, nicht gut, denn der Buchwert pro Aktie liegt bei 11,94. Long-Term Debt to Equity, das Verhältnis haben wir 1,17 und zur Gesamtverschuldung 2,11. Das heißt, ich benötige auf alle Fälle mehr Eigenkapital, damit die Langfristigkeiten auf Null gesetzt werden mit ca. 17%. Die Börse ist in Italien, in Mailand. Da haben wir den Kurs von 194,60. Hier sehen wir aktuell die Marktkapitalisierung. Die Earnings per Share der Trading 12-Month-Bilanz sind 4,93. Der freie Cashflow pro Aktie ist 2,94. KGV haben wir 39,27. Ist auf alle Fälle sehr hoch, ist nicht gut. Die Earnings per Share der letzten 5 Jahre waren 3,69. Da liegen wir nun höher, ist auf alle Fälle ein positiver Bereich. Das KGV der letzten 5 Jahre war 52,50, ist auf alle Fälle auch negativ. Da liegen wir nun aber niedriger, weil die Earnings per Share höher sind. Der freie Cashflow pro Aktie war 1,97 im 5-Jahres-Vergleich. Da liegen wir nun auch höher, ist auf alle Fälle positiv zu sehen. Das Verhältnis zum Kurs vom freien Cashflow ist 98,38, auf alle Fälle sehr, sehr hoch. Das ist auf alle Fälle nicht sehr gut, ist auf alle Fälle negativ. Die Dividende ist 1,36, zahlen wir seit 5 Jahren. Und die Payout Ratio zum Earnings per Share ist 28, ist auf alle Fälle sehr gut. Und zum freien Cashflow liegen wir auch unter 50%, ist auf alle Fälle auch noch sehr gut. Leider ist die Dividendenrendite leider mit 0,7 sehr niedrig. Auf alle Fälle muss der Kurs weiterfallen, damit die Dividendenrendite steigt oder die Dividende müsste steigen. Buchwert pro Aktie liegt bei 11,94. Der faire Wert aus dem Buchwert und dem aktuellen Earnings per Share liegt bei 36,40 und der faire Wert aus dem 5-Jahres-Earnings per Share wäre 31,48 und der faire Wert aus dem Nettozuwachs und den aktuellen Earnings per Share wäre 74. Da sehen wir, dass die fairen Werte von der Firma Ferrari weit entfernt sind vom aktuellen Kurs. Der Kurs müsste mindestens in mehr als die Hälfte runtergehen. Die Analysten schätzen Ferrari mit einem Kursziel von 228, das wäre ein Potenzial von ca. 18%. Und die sagen Overweight, also übergewichten, die Ferrari-Aktie zu kaufen, aber es sagen auch sehr viele halten und mal nichts tun. Ich würde sagen, aufgrund der Charttechnik auch warten und nichts tun. Grow or Contract, also Wachstum oder Schrumpfung. Wir sehen hier, das Wachstum der Dividende ist per anno 17,64%. Das Eigenkapital ging um 29,7% nach oben per anno und der Nettoumsatz um 11,61. Wir sehen, dass die Dividende und das Eigenkapital gut erhöht wurden, leider der Nettoumsatz nur um 11%. Auf alle Fälle finde ich sehr gut, dass das Eigenkapital um diesen hohen Wert jedes Jahr mehr wird. Auch die Dividende hat eine sehr gute Steigerung, was auf alle Fälle für das passive Einkommen sehr gut ist. Vorausschau auf das nächste Quartal, Wachstum oder Schrumpfung. Falls die Dividende um 13,8% erhöht wird, das Eigenkapital um 23,15% und die nächsten Earnings per Share um 2,11% höher liegen, haben wir folgende Werte. Die Earnings per Share liegen dann bei 5,03. Das Buchwertverhältnis wäre dann 13,08, was auf alle Fälle sehr hoch ist. Und der Buchwert pro Aktie liegt dann bei 14,71. Die Dividende wäre dann 1,55 und die Dividendenrendite wäre dann 0,8%, auf alle Fälle auch sehr niedrig zum aktuellen Kurs. Der faire Wert pro Aktie vom jetzigen neuen Buchwert und Earnings per Share wäre dann 40,81 und vom Nettozuwachs wären es 75,51. Wir sehen, dass der Kurs weit entfernt ist vom aktuellen fairen Wert und die Aktie auf alle Fälle sehr teuer ist. So wie auch die Fahrzeuge sehr teuer sind, aber sie machen sehr viel Spaß. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.